Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Bar Symposium on Air. Heute habe ich meinen Gast in Berlin sitzen. Hallo Tarek. Es geht ab. Grüß dich. Schön, dass du Zeit hast, heute bist du mit mir zu quatschen. Also Zeit nicht, Lust ist das Wichtigere wahrscheinlich, weil Zeit haben wir gerade alle so ein bisschen, glaube ich. Ich steige erstmal mit einer ganz einfachen Frage ein. So, jetzt haben wir seit knapp 6 Wochen den Lockdown, also seit du den letzten Drink für den Gast zubereitet hast. Wie lange kommt es dir wirklich vor, dass du letztes Mal hinter deiner Bar standest und Drink machen durftest? Wie lange kommt es mir wirklich vor? Also, es ist echt gefühlt eine Ewigkeit her. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch puren kann oder Drinks machen kann. Kennst du Rezepte noch? Ja, genau. Das muss man erstmal alles wieder auffrischen. Ja, es kommt mir schon echt lange vor, muss ich sagen. So. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir den ganzen Tag den Finger in die Nase schiebe vor Langeweile. Aber ist schon. Ich freue mich auch, wenn es dann irgendwann wieder losgeht. Ja, glaube ich. Ja, wer nicht, wir alle können es kaum erwarten, bis wir wieder ein paar Drinks machen können und vor allem für Gäste da sein dürfen. Und wieder mit dem Team zusammenzuarbeiten. Ne? Ich Genau. weiß nicht, pflegst du Kontakt mit deinen Polo Rangers? Yeah, go, go, Power Rangers. Ja, also wir stehen alle schon so regelmäßig in Kontakt, wir schreiben regelmäßig. Der ein oder andere Kollege macht gerade so ein bisschen so, ne, was so, ein bisschen Sport und lernt zweite Sprache, dritte Sprache, Yoga. Manche sind auch voll nur am Zocken den ganzen Tag. Also wir sind da schon regelmäßig in Kontakt. Und wir wollen jetzt auch am Wochenende so ein bisschen so ein Online-Treff-Drinking-Wochenende machen. Kann ich nur empfehlen. Also machen wir mit dem Team so einmal die Woche, treffen wir uns auf ein Feierabendbier. Das ist dann zwar schon 21 Uhr, also das ist ja eigentlich kein Feierabend, aber, Wollte ich ne? gerade sagen. Ne, so das verändert sich ja auch. Man wird ja so zum Normalo. Man beginnt ja um 8 den Tag und geht abends um 11 ins Bett in der Zeit gerade. Ja. Und dann kann man um 9 Uhr abends nochmal einen Feierabend mit den Kollegen trinken. Vor dem Bildschirm natürlich, aber es macht trotzdem Spaß und funktioniert. Kann ich nur empfehlen, das zu machen Ja, am auf jeden Wochenende. Fall, ich freue mich auch schon darauf. Nee, aber sonst sind wir eigentlich da schon ganz gut in Kontakt, alle zusammen, genau. Ja. Ja, Aber das man ist vermisst sich so wichtig. langsam auch, ne? Bitte? Man vermisst sich so langsam auch ein Ja, bisschen. Am Anfang klar. denkt man so, ah, ich habe genug von Normalerweise. denen. Und jetzt denkt man so, oh fuck, ey, langsam will ich auch mal wiedersehen, die Jungs und Mädels. Voll verständlich, voll verständlich. Und dann kann ich dir eigentlich auch direkt noch gratulieren, dir und dem Team. Ne? Ihr habt wieder eine Auszeichnung bekommen von den Tails. Ganz frisch jetzt. Ja, ist mega geil. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu auf jeden Fall. Jetzt komme ich natürlich direkt zur Frage rüber. Ne? Jetzt seid ihr wie die Einzigen aus Deutschland. Punkt 1, kannst du dir erklären, warum das so ist? Punkt 2 ist, dass ich von einer Umfrage gehört habe, die mich auch schon erreicht hat, die irgendwie aus dem Berliner Dunsten kommen soll. Kannst du da uns ein bisschen aufklären dazu? Genau, also zu der ersten Frage, warum wir die einzigen aus Deutschland sind, die dabei sind. Ich denke, also es ist schon ziemlich schwer zu sagen, warum wir die einzigen aus Deutschland sind, weil wir haben unglaublich viele gute Konzepte. Aber ich glaube, dass wir das schon fokussiert haben über das ganze Jahr und da auch ordentlich Arbeit reingesteckt haben, dass wir Das überhaupt. heißt mit Social Media, mit Internetpräsenz, mit Gastschichten. Genau, also wir waren ja gefühlt das letzte halbe Jahr nur on Tour. Ich meine, wir hatten Gastschichten in Paris, in Athen. Wir haben die BCB, die natürlich ein großer, großer Punkt war bei uns, haben wir coole Leute zu uns geholt und haben uns einfach dieses internationale Netzwerk geschafft. Und ja, da steckt schon ordentlich Arbeit dahinter. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass die Qualität, die wir bieten, natürlich auch eine Rolle Ja, spielt. das wollte ich jetzt nicht in Frage stellen. Ne? Es geht mir Ja. um die Frage, ne, dass so dass natürlich viele diesen Weg planen, sagen, ich möchte international ankommen und möchte wahrgenommen werden. Aber wie mache ich das? Weil ich halt keine Marketingfirma habe im Rücken, die im Monat 10.000 Euro Budget hat, um mich zu vermarkten. Wie kann ich dann da hinkommen? Das Ich haben wir kann. tatsächlich auch nicht, ne? Also, was ich zum Beispiel gemacht habe über das Jahr, ist halt, ich habe Kontakte aufgebaut zu, ja, großen Bloggern im Social-Media-Bereich. Ich habe Kontakte aufgebaut zu Leuten, die in der internationalen Szene auch präsent sind.
Ich bin auf vielen Barshows gefahren, war auf der BCB präsent. Also ich habe mich halt versucht, oder wir haben uns versucht, überall zu präsentieren und zu zeigen und unser Konzept auch dementsprechend vorzustellen. Wir durften ja auch letztes Jahr zum Beispiel auch bei euch unser Konzept auch vorstellen beim Symposium. Also wir haben schon dafür ordentlich was investiert, vor allem Zeit haben wir investiert, extrem viel darin. Was ja Und auch eigentlich ein Teil eurer Freizeit ist, oder? Weil es ja nicht zum normalen Job genau. dazugehören würde in dem Fall. Richtig, also ich meine, an den freien Tagen oder den Urlaub, den man sich nimmt, den kriegt man nicht bezahlt oder sonst irgendwas. Das ist halt dann wirklich die Freizeit, die man halt investiert. Und ja, das macht auch unglaublich viel Spaß, sich mit internationalen Bartendern auch auszutauschen und zu sehen, wie die gewisse Sachen machen, wie deren Qualität ist, wie die einen Service machen, was die als wichtig empfinden, sich so Machen die auszutauschen. denn viel anders als wir tatsächlich? Es ist ja eine sehr umfangreiche Frage. Okay, ein Punkt, wo du sagst, den machen wir überall gleich, und ein Punkt, wo du sagst, das machen die viel, viel besser als wir. Also ein Thema Drinks, würde ich sagen, da sind wir auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau wie die anderen. Was ich mitbekommen habe, ist das Thema Hospitality. Da sind manche oder sehr, nein, was heißt sehr viele, da gibt es schon sehr, sehr starke Bars, muss ich sagen. So, wenn ich auch so wenn ich so an Athen denke oder auch an Barcelona denke, sind Hospitality-mäßig schon ziemlich stark. Die haben eine ganz andere Mentalität als wir. So, wir sind ja so ein bisschen manchmal so die kühlen Deutschen, so. Aber die haben halt super viel Herzlichkeit und ich glaube, das ist so ein Unterschied, der halt gemacht wird, also der Unterschied zwischen denen und uns so ein bisschen. Ja, machen Wobei ich kann. jetzt nicht sagen möchte, ich will auf keinen Fall sagen, dass die deutsche Servicequalität schlecht ist, das will ich damit nicht sagen, aber sie wird halt anders zelebriert in den anderen Ländern reden. Ja. Genau. Gut. Wie gesagt, und da, ja. Und zu der Umfrage. Da geht es ja genau darum, im Endeffekt, was wir Genau. wissen, ne? Ja. Genau, ja. Da geht es um diese ganzen Themen. Finde ich super spannend. Ich finde es spannend zu sehen, wie sich auch selber die Deutschen einschätzen international. Vielleicht unterschätzen wir uns auch selber. Man weiß es nicht. Ich meine, wir machen ja vieles wirklich, wirklich super gut. Auch auf die Frage, ob das überhaupt ein Thema ist oder interessant ist oder eine Relevanz hat. Es hat natürlich keinen wirtschaftlichen Aspekt oder sonst irgendwas, also meiner Meinung nach. Aber ich finde es halt einfach spannend zu sehen, wie wir uns halt einschätzen. So, wie gut wir sind, wie schlecht wir Also sind. du sprichst ja von der Auswertung der Umfrage quasi. Genau, ich spreche von der Auswertung dann, genau. Und wenn das halt auch zu internationalen Bartendern, wenn die Umfrage machen und wie die zum Beispiel dann uns sehen und dann den Vergleich zu sehen, finde ich eigentlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Und es ist auch ein Thema tatsächlich, wo ich mich auch schon mit vielen Bartendern drüber unterhalten habe. Okay. Warum wir nicht unbedingt im Fokus sind oder warum wir, ja, ich sag mal nicht da, in Anführungsstrichen, da oben dabei sind. Ja. Was jetzt keine Lebenswichtigkeit ist für ein Unternehmen, aber finde ich auch einfach spannend. Aber für die Seele tut es auch mal schön sowas, ne? Okay, das heißt, es gibt zu der Umfrage, die ist jetzt gerade unterwegs, in Deutschland wird es noch eine internationale geben und daraus kann man dann quasi einen Querschnitt sehen, okay, Genau. daran könnte es vielleicht liegen, damit wir in Zukunft Genau. anders wahrgenommen werden, ne? Ja. Ja, wenn wir bei der Zukunft sind und auch Vergangenheit so ein bisschen, jetzt ist das Thema Wettbewerbe und Auszeichnung auch etwas, was dich die ganze Zeit schon immer begleitet eigentlich in deiner Karriere. Für wie relevant hältst du denn diese Auszeichnung oder Wettbewerbe in der aktuellen Lage und auch in der Zukunft, wenn du das mal so einen Blick nach vorne wirfst? Also jetzt in der aktuellen Lage gibt es auf jeden Fall Dinge, die eindeutig wichtiger sind als irgendwelche Auszeichnungen oder Wettbewerbe, weil im jetzigen Zustand ist es so, also total unrelevant, sage ich ganz ehrlich. Trotzdem sehe ich das in der Zukunft weiterhin ja,
kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Auszeichnungen, oder es ist, so war es zumindest in meiner Vergangenheit, und ich denke auch, das wird dann wieder, wenn diese Normalität wieder zurückkommt, auch in Zukunft so sein, dass gewisse Auszeichnungen auch den Bars Umsatz generieren, Leute bringen. Ich meine, da, wir haben öfters, ich habe Interviews gelesen über Mixology, One Trick Pony damals in Freiburg, was das ausgelöst hat bei denen. Ne, das ist, das wird in der Zukunft auch nicht anders sein bei Bars. Ich meine, Velvet, die jetzt aktuell auch die Auszeichnung bekommen haben, die haben ja auch davon profitiert. Also es ist schon profitabel, diese Auszeichnung zu bekommen. Ja. Und die Wettbewerbe betrifft, es ist nicht nur, dass du da irgendwas gewinnst, eine Reise oder sonst irgendwas, sondern du hast auch immer ein bisschen Education dahinter. Ja, du gewinnst, du bist ja meistens auch dann bei Reisen, darfst die Destillen besuchen. Und was der zweite große Punkt ist, ist, dass du auch dein Netzwerk erweiterst. So, du lernst super viele Leute kennen, allein schon bei den Wettbewerben. Ja, lernst du schon voll viele Leute kennen. Und sagen wir mal, du schließt das erfolgreich ab, darfst dann noch irgendwo hin, lernst du noch mehr Leute kennen. Es ist einfach so, das ist einfach ein geiles Feeling, wenn du halt super viel mitnehmen kannst bei so Wettbewerben. Ja, das war auf jeden Fall der größte Vorteil auch für mich bei Wettbewerben immer, dass man einfach Leute kennenlernt, wovon ich heute noch profitiere, ne? Weil du in der Stadt jemanden weißt und jemanden kennst, mit dem du gut in Kontakt bleibst. Das war so, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das wieder so sein wird, dass es Wettbewerbe gibt, auf die man reist, ohne sich drüber nachzudenken. Was meinst du mit nicht drüber nachzudenken? Also einfach nur, dass man sagt, okay, ich kann jetzt reisen, ich mache das. Ne? Momentan ist es ja nicht möglich. Ich denke, dass es schon Einschränkungen geben wird in Zukunft, was Wettbewerbe angeht. Und auch die Vernetzung wird digitaler, denke ich. Als es. Denke ich auch, ja. Also ja, stimmt, gebe ich nicht ganz unrecht. Aber ehrlich gesagt hoffe ich, dass es nicht zu digital wird. Ja, ich drücke die Daumen. Also das ist auch, ne, ich hast dir vorhin schon gesagt, dass du viele Gastschichten gemacht hast und so ein Traveling Bartender quasi ein halbes Jahr lang warst. Hoffst du oder denkst du, das wird es wieder geben? Dass du sagst, okay, ich bin morgen in Paris, die Woche drauf in Athen und Ende Oktober fliege ich dann wieder nach Berlin? Also ja, wird es wieder gehen und ich hoffe, dass es das wieder geben wird. Mhm. Nur wann das so sein wird, das ist halt gerade schwer zu sagen. Ne? Das ist. Ja, ja. Wird es einen Plan B geben? Könnte man das wirklich virtuell machen irgendwie? Hast du da schon mal Gedanken drüber gemacht? Ob man eine virtuelle Gastschicht macht oder ob man einfach nur die Drinks hin und her schickt? Genau, das wäre die Option, wie ich dann auch gedacht hätte, dass man, keine Ahnung, eine Gastschicht vorher anmeldet, dann die Leute melden sich dann jeweils an die Gastschicht an, man schickt die Pakete raus. Ja. Keine Ahnung, macht man die Drinks vor den Leuten und die trinken, dann haben die Drinks dann schon fertig. So. Ja, ja. Wir haben das mal versucht letztes Jahr mit so einem Bumerang-Cocktail. Ja, genau. In den Ländern, in deutschen und europäischen Bars. Hat noch nicht so funktioniert. Dann kann man nochmal eine Neuauflage starten, wenn es jetzt keine anderen Möglichkeiten gibt. Ne? Weil ich hoffe einfach auch, also dass es in Zukunft wieder möglich ist, einfach auch um die sozialen Kontakte oder Kontakte zu anderen Menschen wieder so richtig legen zu können und auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen den Leuten irgendwie nah zu sein oder geile Bargespräche zu haben, private Gespräche und eine Atmosphäre dahinter zu haben. Klar kann man sich über eine Cam unterhalten und was trinken dabei, aber es wird nie die gleiche Atmosphäre werden, wie wenn du in einer Bar bist, wo Musik ist, wo es gewisses Licht ist, wo Leute um dich herum sind. So, was da schon geile Sachen entstanden sind. Ich glaube nicht, dass die geilen Sachen jetzt also online entstehen. Nee, das stimmt, das glaube ich auch nicht. Weil wenn man dann ausmacht, ist man doch auf einmal einsam. Auch zu Hause. Ja. Ich komme mal zurück aufs Provokateur. Wenn es die Wiedereröffnung gibt, gibt es dann was Neues? Können wir uns auf was freuen? Habt ihr renoviert? Gibt es eine neue Karte? Kannst du irgendwas erzählen aus dem Nähkästchen? So viel kann ich noch nicht sagen, aber das, was wir neu gemacht haben, ist auf jeden Fall, wir haben mal unseren Tresen abgeschliffen, der sieht aus wie am ersten Tag, der glänzt wieder. Ja. Ansonsten haben wir alle beschlossen, dass wir ein kleines Stopp machen und wenn wir wieder aufmachen, dass wir dann wieder von da an weitermachen. Okay. Ja, ist ja auch noch nicht so alt die Bahn, ne? Ist nicht so, dass man da viel renovieren müsste jetzt nach der kurzen Zeit. Jetzt haben wir gerade vom Trinken gesprochen. Man kann virtuell trinken oder alleine. Gibt es einen Krisendrink, der dich durch die Krise bringt? Also ein
Krisendrink habe ich jetzt nicht, aber ich bin gerade im Moment auf so einen Old-Fashioned-Trip. Okay. So ein paar Mal in der Woche den ein oder anderen Old-Fashioned. Das ist doch vernünftig. Ne? Aber wahrscheinlich auch früher am Tag, nicht mehr so spät am Abend. Ne? Ja, genau, weil man steht ja jetzt um 8 Uhr auf und geht um 10 ins Bett. Ja. Ist Zeit. Genau. Ja, cool, Tarek. Vielen Dank für das Gespräch. Bevor ich mich verabschiede, muss ich nochmal genau nachfragen. Die Umfrage kommt aus Berlin Genau. und von? Von mir. Ah, na! Okay, also du bist tatsächlich der Urheber davon, um einfach mal so ein bisschen die Lage abzuchecken und was Genau. passiert. Okay. Cool, dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt, Ja, ich was du erstmal. da raus hast. Und ich hoffe, lass uns alle Daumen drücken, dass du das spätestens im August beim Bar-Symposium uns zeigen kannst und erklären kannst, was da rausgekommen ist. Daumen sind Und so gedrückt. will ich das sehen. Ich würde jetzt auch meine Füße in die Kamera halten, um zu sehen, dass meine Zehen auch gedrückt sind, aber das lasse ich lieber. Lassen wir so. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, Tarek. Ich dir auch mal lieber, ne? Tschö. Ciao.